So, jetzt kommen wir zur großen Entscheidung zwischen den beiden Herren hier neben mir. Wer von ihnen der Semester-Champion wird? Ob es Angus wird oder doch Andy, das wollen wir jetzt herausfinden, ne? Und wir haben drei kleine Spiele vorbereitet. Ich werde euch jedes Mal kurz vorher erklären, wie das Spiel funktioniert, was genau ihr zu tun habt, damit es zu keinen Missverständnissen kommt. Und ich würde sagen, wir fangen direkt mit dem ersten Spiel an. Das erste Spiel heißt Käse oder Fuß. Ihr müsst erriechen, ne, ob es sich um Käse handelt oder um Stinkesocken, sprich Fußkäse. Und ihr sollt natürlich nicht sehen, was in der Schüssel drin ist. Und deswegen haben wir diese Schlafmasken für euch vorbereitet. Bitte einfach mal aufziehen. Achso, Brille. Die nehme ich dabei mal. Ja, die legen wir mal hier hin. So, kurzer Test, ob auch wirklich alles dicht ist. Ja? Wow. Ja, da. Es war der Luft. Achso. Okay. Dann schauen wir mal. Sieht auf jeden Fall schon mal sehr appetitlich aus. Und ich glaube, das sieht noch viel appetitlicher aus. Machen wir mal kurz selber einen kleinen Geruchstest. Ja, also ich wüsste, was es ist. Mal schauen, ob ihr es auch wisst. Jetzt liegt ja schon so ein Duft in der Luft. ja, Andi? Das ist Käse und Angus. Ich glaube, so liegen ungefähr meine Socken, wenn ich vom Fußballspiel heimkomme. Käse oder Socken? Socken. Socken. Dann dürft ihr die Augenbinden abnehmen. Und ihr lagt beide richtig. Damit steht es 1-1 nach dem ersten Spiel unentschieden. Ne? Einen Applaus für die beiden. Ne? Beide richtig. Den Käse stellen wir am besten mal ganz weit weg. Und ja, die Socken sind nicht so schlimm wie der Käse. Und wir kommen zum zweiten Spiel. Das zweite Spiel heißt Baby Food Challenge. Ihr müsst einfach den Geschmack von Babynahrung erraten. Und ihr sollt natürlich wieder nicht sehen, was auf der Verpackung steht. Deswegen Augenbinden bitte wieder auf. Und ich führe euch dann die Nahrung zum Munde. So. Einmal fürs Publikum. Was ganz Leckeres haben wir da ausgesucht. Aber ich hoffe, man kann es lesen. Mögen Babys besonders gern. Mal schütteln vielleicht. So, ich mache es jetzt auf. Das hat geploppt. Schaut sehr appetitlich aus. Schaut fast so aus wie das, was hinten rauskommt. So, natürlich. Zwei verschiedene Löffel, denn ich glaube, Angus, du willst nicht das im Mund haben, was der Andi schon im Mund hatte oder andersrum. Und Mund auf, hier kommt der Flieger. Brrr, Mund auf! Bist du bei dir? Ach so. Ja. Also, es sind auf jeden Fall. Es sind. Andi, du darfst auch mal, damit wir uns hier über beide lustig machen können. Mund auf. Also es sind auf jeden Fall drei Geschmacksrichtungen drin, die ihr erraten müsst. Ihr könnt auch gern nochmal probieren, falls ihr euch nicht sicher seid. Aber jetzt einfach sagen, oder wie? Ja, also du darfst auch nochmal überlegen, bevor du jetzt irgendwas sagst. Warte mal. Ich glaube, man hört dich. Haben wir hier irgendwo eine Gurke rum, also ein Mikrofon rumliegen? So. Also, was sagst du, was drin war? Ja, ich? Ja. Darfst auch die. Achso, nee, darfst die abnehmen. Man sieht sie eh nicht. Ich sehe eh nichts, habe hier keine Brille. Weiß nicht, das war irgendwie so Brokkoli, Kohlrabi, Karotte. Sind das deine drei Sachen? Wenn ich drei sagen darf, ja. Brokkoli, Kohlrabi, Karotte. Ja. Hört sich doch gut an. Was sagst du? Brokkoli, Kartoffel und Karpfen. Karpfen. Es hat irgendwie nach Karpfen. Ich
weiß nicht. Bestimmt so leichter Fisch. Also ich kann schon mal sagen, von deinen war keins richtig. Aber Kartoffel war richtig. Dann ist es Rahmspinat mit Kartoffel. Erste meine Brille. Babys mögen es anscheinend. Also. Damit steht es 2-1 für den Andi. Angus, du kannst jetzt entweder noch aufholen oder Andi, du kannst den Sieg besiegeln. In unserem letzten Spiel, ihr müsst drei Bierflaschen, drei verschlossene Bierflaschen öffnen. Und zwar nicht mit einem ganz normalen Flaschenöffner oder so, sondern mit ganz speziellen Gegenständen, mit denen es natürlich nicht so einfach ist. Wie zum Beispiel diesen Eiswürfelbehältern hier. Ja. Oder zwei Strohhalme jeweils. Wird auch interessant. Und was natürlich bekannt ist, einfach ein ganz normales Blatt Papier. Ja. Darf ich es mir irgendwie hinrichten, wie ich es will? Darfst es dir hinrichten, wie du willst. Ihr dürft auch die Gegenstände benutzen, wie ihr wollt. Dürft sie auch kombinieren. Ihr seid da frei. Die einzige Regel ist, ihr habt 30 Sekunden Zeit. Wer innerhalb dieser 30 Sekunden die meisten Bierflaschen geöffnet hat oder wer als erstes drei Bierflaschen aufgemacht hat, der ist der Sieger. Und ich zähle jetzt einfach gleich bis drei und dann dürft ihr loslegen. Hände vielleicht noch weg von den ganzen Sachen. Eins, zwei, drei und bitte. Ja, kaputt machen ist auch völlig in Ordnung. Also, ja. Gut, der erste Kronkorken ist geflogen, ne? Die ersten beiden sind geflogen. Andi schäumt ein bisschen mehr als das vom Angus. So, beide knicken die Strohhalme zusammen, damit ein bisschen mehr Widerstand da ist. Aber ist natürlich schwer mit Strohhalm Widerstand gegen die Hand zu kriegen, ne? Deswegen geht's direkt weiter zum Papier. Und auch da falten beide das Papier, damit es einfach stabiler ist, vermute ich mal. Ich würde sagen, die Eiswürfelpackungen sind jetzt... Boah, nicht rumrandalieren. Ich würde sagen, die Eiswürfelpackungen sind jetzt raus, weil die zu einfach sind. So, das schaut schon mal gut aus, es schäumt. Das zählt als halb geöffnet, das falls du. Gar nicht. Ja, jetzt strengt euch an. Ich glaube, wir haben. Also, lange ist nicht mehr Zeit. Falls es unentschieden steht, hat Andi trotzdem gewonnen, Angus. Also. Ah, die Zeit ist vorbei und damit steht der Semester-Champion fest. Andi! Lass dich feiern! Lass dich feiern! Wir haben natürlich auch eine Krone für dich vorbereitet, eine wunderschöne. Schön. Die habe ich vor der Sendung noch selbst kurz zusammengebastelt. Danke. Die hält nicht so gut. Und was ganz Gutes, Best Man in Dorschauer TV Studio. Ein kleiner Kräuterlikör, den kannst du dir zur Lernpause gönnen. Herzlichen Glückwunsch. Lass dich feiern. I love it.